Ich möchte Sie kurz aufmerksam machen auf zwei Initiativen. Es geht einmal um den sogenannten ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus, ein ganz harmlos klingendes Wort. Dieser Europäische Stabilitätsmechanismus soll jetzt durch den Bundestag gepeitscht werden, so wie wir das von dem ESSFF kennen, der ja mit über 211 Milliarden für unseren Geldbeutel zustande gekommen ist. Es sind ja noch mehr als 211 Milliarden, wenn man die Zinsen dazu rechnet und andere noch eingegangene Verpflichtungen wie das Target, sind wir schon bei über 400 Milliarden Euro. Wir bürgen also für über 400 Milliarden Euro Deutschland. Und der sogenannte ESM soll jetzt, man staunt, eine neue Souveränität ermöglichen, die so lautet, dass wir, das Bundesparlament und das Volk, nicht mehr über Herde unseres Haushaltes, unserer Finanzen sind. Das heißt, der ESM soll nach Europa gelagert werden, wo wir ein gleiches Stimmrecht haben, also jederzeit überstimmt werden, und der ESM wird unser Untergang sein. Und spätestens jetzt sollte die Bürgerinitiative oder für alle Bürgerinitiativen aufschreien hier im Lande und sagen, wir wollen keinen ESM, weil die Souveränität Deutschlands flöten geht. Und das ist grundgesetzwidrig. Und deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie mit Ja, mit zum Volksentscheid. Ganz kurze Sache noch zu den zwei Initiativen, die sich ganz stark dazu äußern. Dort können Sie auch mitmachen über das Internet. Das ist einmal abgeordnetencheck.de. Dort sind schon über 200.000 Petitionen verschickt worden an alle Abgeordneten, die man übrigens je nach seinem Wahlkreis aussuchen kann. Man kann also diese Petition dort hinschicken an seinen Bundestagsabgeordneten. Und die zweite Initiative, die jetzt sogar im Spiegel, in dem linken Blatt gefunden hat, ist das Aktionsbündnis Direkte Demokratie, die auch eine Internetseite haben, eurodemo.stuttgart.wordpress.com. Und dort können Sie auch mal über YouTube anschauen. Dort ist es gelungen, einer Bürgerinitiative über 500 Leute in Stuttgart auf die Straße zu bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.